Herr Müller, Frau Machost, bei Ökobild gab es im letzten Jahr große Veränderungen. Was waren die Herausforderungen und wie sind Sie ihnen begegnet? Wenn nach 50 Jahren der Unternehmensgründer das Unternehmen verlässt, dann hat das im Unternehmen natürlich schon einiges zur Folge und einige Neuerungen, einige Veränderungen. Was uns von vornherein klar war, ist, dass wir gesagt haben, das Thema Nachhaltigkeit in der Konsequenz, wie wir das seit 50 Jahren machen, soll unverändert im Fokus stehen. Und wir haben sofort gesagt, dass das transparenter gemacht werden muss, weil heute behauptet jeder, dass er nachhaltig sei und seine Produkte extrem nachhaltig sind. Und wir haben gesagt, es macht halt keinen Sinn, ähnlich wie das in anderen Branchen vielleicht oder auch in der Politik üblich ist, dass man mit seinem Finger auf andere zeigt und sagt, was die nicht gut machen, sondern wir haben für uns entschieden, wir wollen das, was wir tun, noch konsequenter tun und vor allem dann auch transparent machen, sodass es für Dritte nachvollziehbar ist. Beispielsweise Themen wie Engagement, Proxy Voting, dass wir einfach sagen, Menschen, Dritte können relativ simpel nachvollziehen, was wir tun. Und von daher ist es das der Weg, den wir jetzt einschlagen wollen. Wenn Sie von Engagement sprechen, was hat sich bei Ihnen geändert in diesem Bereich? Wir sind hergegangen und haben beim Thema Engagement gesagt, wir wollen alles transparenter gestalten. Beispielsweise sind wir hergegangen, haben das Thema Proxy Voting eingeführt. Das heißt, die Stimmrechte für unsere Aktionäre nehmen wir wahr. Was wir bisher nicht getan haben. Wir veröffentlichen die Abstimmungsergebnisse beispielsweise. Wir sind dabei, das Thema auch als Report auf der Homepage zur Verfügung zu stellen, veröffentlichen unsere Portfolien und am Ende des Tages werden wir auch einen Nachhaltigkeitsbericht jetzt veröffentlichen für dieses Jahr, im nächsten Jahr, weil die Anforderungen, die wir natürlich an die Unternehmen stellen, die wir selber analysieren, denen sollten wir selber natürlich auch gerecht werden. Eingangs haben Sie von Transparenz gesprochen. Warum ist die so wichtig? Ja, Transparenz ist uns in vielerlei Hinsicht wichtig. Es gilt für nach innen und nach außen. Nach außen, Thorsten Müller hat gerade schon zu vielem ja was gesagt und das gilt natürlich auch fürs Portfolio-Management. Auch da wollen wir noch deutlicher machen nach außen, wie wir arbeiten, warum wir so arbeiten, wie wir arbeiten. Und auch da, wir stellen eben auch fest, Nachhaltigkeit ist ein Wort, ja, kennt jeder, weiß aber nicht so wirklich, wir stecken dahinter und auch da ist Transparenz. Erstmal, was tun wir eigentlich als Ökoworld? Wofür stehen wir? Wie arbeiten wir? Das müssen wir deutlich mehr nach draußen bringen, Transparenz schaffen. Was kriegt man denn, wenn man uns kauft, sage ich jetzt mal. Und das Gleiche ist für uns bei den internen Prozessen extrem wichtig, da Transparenz zu schaffen für alle Mitarbeiter, wie wir miteinander arbeiten und ja. Jetzt gab es ja im letzten Jahr den Generationswechsel bei Ökoworld. Was können wir in Zukunft von Ihnen erwarten? Gut, wir haben eben gesagt, dass der Gründer von Bord gegangen ist und er war natürlich sehr, sehr stark das Gesicht der Marke. Und das ist etwas, was wir gerade stark forcieren, ein Rebranding, dass wir sagen, weg von einem einzelnen Kopf hin zum Thema, die Marke in den Fokus zu stellen. Neue Zielgruppen, die wir in den Fokus stellen. Das heißt, wir wollen auch jüngere Menschen angehen, was wir in der Vergangenheit beiläufig getan haben, aber eher dem Zufall überlassen, um diese Menschen auch zu erreichen, die Jungen. Mit unserer Transparenz und allem, was wir tun, müssen wir natürlich neue Kanäle auch wählen, Social Media beispielsweise. Und das sind schon Themen, wo ich sage, ich glaube, dass durch das transparent machen, was wir tun und die Reichweite zu erhöhen, wir sicherlich noch einiges von uns hören werden. Und wir haben jetzt zuletzt ja noch von der Stiftung Warentest diese Woche gerade wieder den Testsieg eingefahren und das bestätigt uns natürlich, dass das, was wir jetzt auch in den letzten 12 Monaten schon verändert haben, sehr positiv war. Ja, und dann schauen wir uns natürlich auch noch unser Geschäftsmodell an. Wir haben immer wieder von neuen Zielgruppen, aber auch von neuen Produkten gesprochen. Da sind wir immer noch nicht final, aber mittendrin und gucken uns auch an, wie können wir es vielleicht noch ein bisschen breiter aufstellen. Also wir gucken uns deutlich stärker auch den Versicherungsbereich an. Wo können wir uns da selber noch intensiver ja, engagieren und welche Produkte können wir gegebenenfalls noch auflegen? Da sind wir auch näher dran und schauen mal, was bis zum Jahresende vielleicht noch kommen kann. Ja, herzlichen Dank, Frau Machost, Herr Müller. Dankeschön. Gerne. Danke, Herr Milewski.